Wow, ich treffe sogar mit der Shotgun. Oder tue ich das? Was? Was geht ab? Was geht ab? Oh! Geilster Bug ever. Und das gerne. Wo ist der? Ist im Haus, kann es sein? Ja! Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache. It's revenge for my wife, my daughter and myself. I will eliminate you. Ja, Alter. Weil der, der kann viel Scheiß im Weg rumsteht. Das soll er auch. Und das ist doch eine stärkere Version von denen. Ich glaube schon. Ja. Doch, das ist anders. Ich hab dir doch gar nicht widersprochen. Hallo. Das ist ein anderer. Oh, der andere ist gekommen. Holy shit. Das ist ja fast so gut wie meine Stelle. Ja, das ist mir zu hart. Das ist fast so geil wie meine Stelle. Da einfach nur geradeaus durch. Genau. Da unten gab es, glaube ich, irgendeinen heißen Scheiß. Das ist auch lustig hier, ne? Ja. Den kennen wir doch. Den kann man sogar töten, ne? Mit Sicherheit. Gibt dicke Seelen. Verfolgen die mich immer noch? Guck mal hin. Das wäre aber echt zu hart, ey. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, auf keinen Fall. Okay, jetzt gerade sieht's extra. Was? What the fuck? Ich hab voll Angst! Weil durch die Luft läuft. Ey, das ist geil. Sieht man denn so am Horizont irgendwie rumstrampeln? Ich denk so, hä, was ist das denn? Kommt der echt hinter mir her, ey? Er ist fies. Hätte ich nicht gedacht. Ja, welcome back to Backtrack Game. Ja, oder so. Welcome game to Backtrack. Back. You must recover all the energy immediately, Megaman. We don't know who he is, but we changed it to leave him alone. This is your question. We may be able to... Die together with this burning ship. Hier ist Peter. Ja. Da ist so eine Pizzatasche. Das ist süß. My God, what's happening? Wieder. Das ist Resident Evil Mario Kart. Nein, du hast nicht Samurai Warrior. Ja, ich hab's aber gespielt und es ist scheiße. Hallo? Wo? Ich hab, ist das das, wo es auch Samus und Link gibt? Das ist, glaube ich, für die... Ja, es kommt auch noch. Das kommt noch. Dynasty Warriors. Das glaub ich, oder? Samurai Dynasty? Keine Ahnung. Na, was auch immer. Auf jeden Fall ist das gekauft, das Spiel. Ja. Tutorial-mäßig. Ja. Wie geil das ist. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich schon. Auf Hard sind die alle One-Hit. Echt? Ja. Und ja, ich schon. Ah! Du bist jetzt in Hard schon zweimal gestorben. Ja. Fuck! Wie sieht das richtige Ding an? Didung, didung, didung. Bremsen. Hey, du könntest auch einmal den Actraiser Boss Rush Mode machen als Let's Play. Was heißt Boss Rush Mode? Das ist ein richtiges Level im Spiel. Hä? Ja. Wie meinst du das? Das ist das letzte Level vom Spiel, da musst du alle Bosse noch blockieren. Das ist kein Boss Rush oder so. Aber es gibt doch noch einen extra Boss Rush Mode. Nur mit Stages. Ach so, das meinst du. Action Mode. Ja. Naja, danke. Warum nicht? Das ist mir zu schwer. Echt? Ja. Und wenn du da Game Over gehst, musst du ja die ganze Stage nochmal spielen. Und du spielst gleich noch ein bisschen Silent Hill weiter. Drei. Ja, mal schauen. Wie mal so lange ist es ja nicht mehr bis zum... Was?
Ja, zwei Stunden, ne? Noch essen. Wir gehen gleich noch essen. Ja, essen kann schon zwei Stunden dauern. Was? Dann gleich. Ich häng gleich in zwei Stunden. Wenn du alles, was ich sage, ernst nimmst, das ist so lustig. Ja, Alter. So, ja. Wie du denkst, dass ich alles ernst nehme, was du sagst, ist voll lächerlich. Ja. Das verstehe ich nicht. Dass sie jetzt... Nein, das nicht. Ich meine, dass sie ohne den Anzug jetzt hier rumrennt. Warum? Warum aktiviert sie ihn nicht einfach wieder? Weil sie sonst nicht den Helm tragen könnte. Der wird die ganze Zeit so abrutschen an ihrer Metallhaut. Das ist eine geile Erklärung. Ja. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder? Ja. Ja, und willkommen zurück in dieser wundervollen, prächtigen Botanik. Dieses, ich glaube, da kann man echt irgendwie schneiden. So. Kann man irgendwie einfach so einen kleinen Screen machen, wo steht, ja, nach 20 Minuten umherirren in der Wildnis von, wie heißt das, Mann? Kukulanien. Im Hinterland von Kukulanien. Ja. Gar keine Sounds mehr. Hm. Ja, er pennt. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne. Bist du müde? Oh, scheiße, ey. Vielleicht boxe ich dir auf den Kehlkopf. Dann wirst du nicht mehr lachen. Dann wirst du weinen. Wovor hast du so Angst? Dann sage ich dir nicht. Warum nicht? Ich vertraue dir nicht. Was? Du bist ein ganz fieser Bastard. Ich gar nicht. Ich bin noch verloren. Überleg mal, ich verbringe... Ja, aber du bist ein Bastard. Ich verbringe Freizeit mit dir. Ich auch schon, du bist ja schon so ein bisschen halb-halb. Quasi halb Mensch, halb Wolf. Schnauze. Hä? Nicht? Ich weiß gar nicht, worauf bist du hinaus. Bist du kein Werwolf? Alter. Was geht mit dir jetzt ab? Hallo. Ich glaube, mit deiner blöden, verdammten Fantasie. Hallo. Warum soll ich Werwolf sein? Ich habe nur eine Ähnlichkeit mit dem Wolf. Ja, jetzt gerade, weil jetzt gerade in deiner Menschenform. Du bist doch dumm, ehrlich. Du bist immerhin ziemlich hart. Ich weiß ja nicht, wie du am Vollmond aussiehst. Alter. Hast du dich schon mal bei Vollmond gesehen? Boah. Ich würde sagen, bestimmt, das würde den Mythos nur verstärken. Ich würde sagen, bestimmt habe ich dich gesehen, aber das können wir jetzt nicht nachprüfen. Keine Ahnung. Ich wette, du hast es irgendwie immer so eingerichtet, dass wir uns auf gar keinen Fall sehen am Vollmond. Ziemlich nachteilhaft, wenn ich deine Verwandlung sehen will. Was geht ab bei dir? Also wovor hast du Angst vor Werwölfen? Okay. Ich hab Silberbesteck unten, ne? Oh, Scheiß. Pass besser auf, was du machst, Junge. Das ist auch das einzige Gebiet, wo man nicht von Anfang an rein kann, ne? Jo. Aber das wäre keine wirklich tolle Neuerung irgendwie. Nee, aber wäre... Ich weiß, was bringt das? Was macht das Pferd? Grasen. Es frisst das Moos von der Steinwand ab. The fuck is this? Vor allem sagt der fuck, ne? What? Ohne Scheiß. Hallo. Keine Kraft ausdrücke. Da ist einer. Nee, doch nicht. Ah, wo ist hinter dir? Hallo, was hat die denn getan? Hm. Bist müde? Alter, ohne Scheiß. So wie im wahren Leben, ne? Gibt ja auch mal einen toten Winkel. Minge? Ja, und weißt du, wo der tote Winkel ist? Du findest du genau oben auf deiner Stirn, weil du da nicht hingucken kannst. Nein, irgendwie aus dem Blickfeld hinten. Ne? Ich finde den, wenn ich im Auto sitze, schräg hinter mir, links und rechts. Das kannst du nicht sehen. Nö. Auch in keinem Spiegel. Das ist bei oder so. Da kann quasi ein Radfahrer oder Motorradfahrer oder Rollerfahrer oder so, kann da komplett drin sein und du siehst ihn einfach nicht. Und biegst dann ab, weil du es nicht weißt, dass er da ist. Und das kann man trainieren. Deshalb muss man den Schulterblick machen.
Plattform abbiegen. Ich glaube, ich mache einen Mofa-Führerschein und trainiere, dass wir das die ganze Zeit im toten Winkel fahren von euch, ein Autofahrer. Warum? Willst du gern sterben, oder? Nein. Überleg mal, wie ich die dann trollen kann. Dann überhole ich die einfach so. Und dann denke ich, was, wo kommt der her? Der Ferdinand. Der Ferdi und der Wursthannes. Ein echt heroisches Gespann. Hab ich das letzte Klump, ey. Wir können echt so eine Bloopers Collection machen irgendwie. Was denn? Wie meinst du das? Stundenlang auf Pferd rumsitzen und Pferd kick. Die ganze Zeit versuch auf komischen Steinblock drauf zu springen. Zehnmal runterfallen. So gut. Was? What? Was ist ein Scheiß? Warum? Womit hat er mich überhaupt umgebracht? Dass er hier drin gespawnt hat. Mir fehlen 10. Ja, ganz ehrlich, wenn du jetzt ein. Das ist echt mal. Es kommt ein neues Spiel raus. Du kennst das Spiel nicht und es hat einfach eine komplette pinke Hülle. Mit weißer Schrift und da steht dann drauf Brain Penis. Ich würde es sofort kaufen. Scheiße, nee, für mich ist. Für mich ist ein gutes Boxart schon wertvoll. Ey, aber komm, du musst doch sagen, das ist echt zweitrangig. Ja, ist. Ja klar, es ist zweitrangig. Genauso wie ein Klappentext, finde ich, nicht wichtig ist. Was? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Das ist scheiße ever. Was geht denn so auf? Was war das? Was nochmal? Ich fürchte ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Das sah irgendwie buggy aus. Was sollte der sagen? Was mit Misogynistik? Oh Mann, ich finde das so geil. Das ist so sympathisch. Das ist für OP. Fuck! Selber Bastard, was auch. Das ist doch so fucking... Nehmen wir mal an, ich will die Ache hier passiert. Ich bin gerade am Nachladen, dann kommt der irgendwie so voll billig in den Bildschirm reingelatscht. Oh, ich finde das geil, wenn man das Video jetzt so 30 Sekunden nach vorne spult, was du dann gesagt hast, ich will es sowieso nicht verkacken. Das ist echt gut. Meine Bitch. Boah, da auch noch eine Granate rein. Ja. Lass aber jetzt wirklich mal, besser geht's nicht. Nein, ich... Und so, oh no, weil das voll nicht hat kommen sehen. Ja, und das ist, warum bist du gestorben, ey? Also, so eine Granate. Ja, das war glorreich. Krass, das war auf jeden Fall gut. Hast den Garator so schön gemacht, ne? Ich kann... Halt Spanier, du darfst das. Ich kann Deutsch. Ah! Gut. Ich kann ich am besten. Ich kann Deutsch... Oh, fuck! Misogyn... Fuck! Ja, falls ihr wissen wollt, aus welchem Let's Play das stammt, das ist, ne? Shadows of the Damned für Xbox 360. Ach, das hing halt an seidenen Wirbelsäulenfaden. Ja, und die sind jetzt durchgebrutzelt. Das müsste echt extrem erbärmlich stinken. Ja. So ein gegrillter Menderes. Wie heißt der nochmal? Mendes. Es gibt auf jeden Fall Hasskommentare. Ja, hab ich auch.
Es schreit. Das ist so übel. Das ist echt fast so geil wie... Oh. Nein, eigentlich nicht. Das ist doch so übel. Wie hat das jetzt vorkommen, ne? Langsam reicht's. Das ist doch auch dieser Ungepflegte, oder? Ja. Mit dem Rattengesicht. Ja, aber die machen Holy Damage, würde ich sagen, ne, die Monster hier. Dass du es hast. Mir ist abnehmen. Hier ist der gleiche Sound. Das ist so awesome, Mann. Außerdem werden ja auch mittlerweile Spiele, die früher indiziert waren, freigegeben, ne? So Doom, glaube ich, ne? Nicht. What? Ey, Leute da draußen, ohne Mist. Ich hab's gesehen, er hat, ich habe er hat richtig reagiert. Richtig geschüttelt. Ja, das war ein Rotz. Wir sterben ja bei jeder Szene einmal. Minimum. See you around. Ja, aber oh, no. Dieses angeschossen einfach so aus dem Fenster fällt. Man hört dann so ein ganz stumpfes... Und dann... Oh. Wir würden da gleich den Kopf verlieren. Was? Was? Das ist insane. Passiert oft genug. Das ist mir aber nicht so oft passiert. And now for some overtimes. Oh, okay. Das ist so genial, ne? Ja. For sex. So, after you take it back to my place, how about we do some overtime? Sorry. Okay. So good. Ja, da ist ja schon dein Ding. Na Sigi, ich bin doch schnell. Nee, es droppt irgendjemand. Die liegt doch da rum. Die ist aus dem Gegner rausgekommen. Die liegt da. Ach so. Ja, man muss mir immer so schnell schlecht, wenn ich zocke. Echt? Ja, ich kann das nicht. Wird dabei schwummerig. Ach, das ist der, den ich schon hab. Shit. Ich kann auch auf Zugfahrten, kann ich nicht lesen. Ich schon, ich mach's immer. Beneidenswert, also ich kann das nicht. Ich habe mal irgendwann... Und du liest doch sowieso eigentlich nicht, oder? Nö. Ich lese das für so dumme Leute. Ja, das auf jeden Fall. Muss ich dir schon zustimmen. Wie trocken das kam, ne? So. Haben wir den Part auch geschafft. Schon, ich mach das heute. Guck mal, wir haben sogar Feuerspucker hier. Bremsen. Boah, ihr haut aber jetzt rein, ihr Red.